Ja, guten Abend. Es geht heute um die neue Schweigespirale. Es geht um die Cancel Culture. Es geht um die Woke Culture. Mittlerweile sind beide Begriffe doch einem breiten Publikum bekannt geworden. Es geht um die Verengung von Debattenräumen, die Verengung von Fragestellungen in der Wissenschaft, aber auch um die Politisierung der Wissenschaft, um die Politisierung der Kunst. Wir haben zwei ganz aktuelle Beispiele. Einerseits die Ausladung von Marie-Louise Vollbrecht, der Biologin an der Humboldt-Universität, das zumindest dazu geführt hat, dass unsere Wissenschaftsministerin interveniert hat, was bisher zu diesem Thema noch nicht stattgefunden hat. Und wir haben natürlich, das haben auch alle verfolgt, die Auseinandersetzung um den Skandal bei der Documenta. Das eine hat mit dem anderen sehr wohl etwas zu tun, weil es bei der Documenta nicht nur um linken Antisemitismus geht, sondern auch um die postkolonialen Studien, die derartig den Kunstbetrieb mittlerweile beeinflussen, dass man doch jetzt da etwas genauer hinschauen sollte. Die Gesellschaften in Europa und den USA zersplittern seit einigen Jahren in immer neue Kollektive, die für ihre partikularen Gruppeninteressen kämpfen und mit ihrer teils fundamentalistischen Identitätspolitik für eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft sorgen. Im Zuge der digitalen Revolution haben diese Prozesse der Kollektivierung und Blasenbildung immens zugenommen. Die alte bürgerliche Öffentlichkeit verflüchtigt sich zunehmend zwischen Blogs und Plattformen im Internet, zwischen Informationsblasen, Shitstorms und sich selbst aufheizende Echoräume. Blogs, ihre Fans und Follower schaffen immer weitere sich selbst bestätigende Milieus im Netz, die sich kollektiv abschotten, uniformer werden und politischer Lagerbildung Vorschub leisten. Paradoxerweise sorgen daher diese Kollektivierungsprozesse im Netz dafür, dass die politische Vielfalt der Meinungen und Positionen schrumpft. Techniken der Schwarmbildung und politische Polarisierungsprozesse sind dabei eng miteinander verschränkt. Wir können von einem regelrechten Tribalismus sprechen und beobachten Stammeskämpfe um Deutungshoheit, die mit einer aggressiven Verrohung der gesamten Kommunikation einhergehen. Um vermeintlich verletzte Gefühle, scharf gezeichnete Täter- und Opferprofile, die sich scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen, geht es in diesen Debatten. Weiße, vor allem weiße Männer, sollten sich inzwischen auch die Jungen, inzwischen seien sie nicht so altersstolz, inzwischen auch die jungen Männer, vor allem weiße alte und junge Männer sollten sich endlich ihrer jahrhundertealten Privilegien bewusst werden und woke sein. Sie sollen ihre Schuldigkeit anerkennen und eingestehen und endlich Platz machen für andere. Auf öffentlichen Podien und in Talkshows, in universitären Diskussionen und Auswahlverfahren ist plötzlich weniger die Argumentation und inhaltliche Positionierung relevant, als vielmehr das Geschlecht, die Hautfarbe oder die Religionszugehörigkeit. Wer sprechen darf, was ausgesprochen werden darf und was nicht und wie tunlichst gesprochen werden soll, unterliegt inzwischen ganz neuen sozialen Regeln, die niemals offiziell ausgerufen oder demokratisch legitimiert wurden. Dieses neue Regime, das sich in alle gesellschaftlichen Felder ausbreitet, erzeugt inzwischen einen Konformitätsdruck, der in den letzten Jahren immens gestiegen ist. Das kann man innerhalb der Volksparteien, im öffentlichen Dienst und in Unternehmen ebenso beobachten wie besonders ausgeprägt im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Die Bezeichnung umstritten hat längst ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, nämlich ein Streit um einen Inhalt, der von verschiedenen Positionen aus argumentativ geführt wird. Erst recht die so bezeichnete Person als umstrittene Person
hat eigentlich vor dem Streit schon verloren und soll geächtet werden. Der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink hatte schon vor 2 Jahren die Engführung des Mainstreams beklagt, der Raum für freie, mutige Rede, unkonventionelle Sichtweisen und die tatsächliche Pluralität der Standpunkte ist inzwischen noch enger geworden. Die Studien des John Stuart Mill Instituts hatten bereits gezeigt, dass seit einigen Jahren die veröffentlichte Meinung in den führenden Printmedien und in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten vor allem auf der einen Seite und die Meinung der Bevölkerung andererseits immer stärker auseinanderdriften. Der sogenannte Mainstream in den Medien repräsentiert immer weniger die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung und das Unbehagen darüber wächst. Das Institut für Allensbach hat das auch am Freiheitsindex des John Stuart Mill Instituts immer beteiligt war, hat folgende Frage gestellt in den Umfragen, in aktuellen Umfragen. Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann? 1953 antworteten 58%, ja, man kann seine Meinung frei sagen. 25% äußerten, es ist besser, vorsichtig zu sein. 1971 waren 83% der Meinung, man kann seine Meinung frei sagen. 12% rieten zur Vorsicht. 1991 waren 78% der Meinung sogar, man könne seine Meinung frei äußern. Das hat sich sehr verändert. 2021 waren nur noch 45% der Bevölkerung der Meinung, man könne sich frei äußern und 44% waren der Meinung, es ist besser, vorsichtig zu sein. Das ist allerdings ein alarmierendes Zeichen. Die politische Meinungsfreiheit ist in Deutschland in den letzten Jahren also immer mehr unter Druck geraten. Zudem hat der Grad, was sogenannte heikle Themen sind, mit denen man sich den Mund verbrennen kann, gravierend zugenommen. Auch zum Thema der gendergerechten Sprache hatte das Allensbacher Institut Erstaunliches herausgefunden. Die Meinung der Bevölkerung unterscheidet sich ganz deutlich von der veröffentlichten Meinung. Die Forscher wollten wissen, wenn man sagt, man sollte in persönlichen Gesprächen immer darauf achten, dass man mit seinen Äußerungen niemanden diskriminiert oder beleidigt und daher neben der männlichen auch die weibliche Form benutzen. Sehen Sie das auch so oder finden Sie das übertrieben? 19% der Befragten sahen das auch so. 71% dagegen antworteten, ein solches Verhalten sei übertrieben. Interessanterweise teilten diese Einschätzung auch 65% der Frauen. Jetzt könnte man meinen, dass die jüngere Generation dies ganz anders sieht. Doch auch die Befragten unter 30 waren zu 65% der Ansicht, der gendergerechte Sprachgebrauch sei übertrieben. Selbst bei den grünen Anhängern sprachen sich 65% dagegen aus, obwohl doch nun gerade diese Partei mit größtem Einsatz für die gendergerechte Sprache unterwegs ist. Was passiert hier eigentlich? Was sind die Triebfedern, wenn plötzlich Bilder in öffentlichen Museen entfernt werden, weil sich eine gesellschaftliche Gruppe beleidigt fühlen könnte, Bücher umgeschrieben werden, Hochschulfassaden von missliebigen Gedichten gesäubert werden, Denkmäler gestürzt werden? Es sind Eingriffe zugunsten eines vermeintlich gerechten, politisch korrekten Regimes, das es jeder Ethnie, jedem Geschlecht und jeder Religion recht machen will. Der Wunsch nach Eindeutigkeit und Einheitlichkeit, nach Reinheit und Reinigung hat sich in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern ausgebreitet. Wir haben alle die Bilder in Erinnerung, wie im Zuge der weltweiten Bewegung Black Lives Matter lautstark gegen Rassismus, Kapitalismus und Kolonialschuld demonstriert und Denkmäler gestürzt wurde. Es gibt Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten. Und wir müssen uns mit den Verbrechen des Kolonialismus natürlich auseinandersetzen und auch intensiver als bisher. Und es ist gut, wenn Bürgerinnen und Bürger dies benennen und gegen Ungerechtigkeit und Fremdenfeindlichkeit protestieren. Doch dieser antirassistische Furor, den wir seit geraumer Zeit beobachten, und die Cancel Culture
erinnern in ihrer Rigidität an den Tugendterror der Jakobiner in der Französischen Revolution, die mit allem Alten brechen wollte und das Vergangene radikal ausmerzen wollte. Bereits seit einigen Jahren tobt dieser Kulturkampf, der immer aberwitzigere Züge annimmt. Doch der Protest ist allmählich aus dem Ruder gelaufen und erhebt besonders im akademischen und kulturellen Feld Forderungen, die am Fundament und Selbstverständnis unserer freiheitlichen Ordnung rütteln. Sie knüpfen an ideologische Prämissen an, die schon länger die Selbstzweifel an der Erfolgsgeschichte unserer Zivilisation schürten und teils in einen westlichen Selbsthass mündeten. Er ist nicht nur rechten und linken Rändern eigen, sondern zunehmend in Universitäten, Redaktionsstuben und Kulturinstitutionen beheimatet. Die Identitätspolitik von rechts und die extremistisch-militanten Umtriebe der identitären Bewegung in ganz Europa werden schon länger als Bedrohung unserer Freiheit wahrgenommen. Sie favorisieren einen Kollektivismus, der sein Heil in der ethnischen Homogenität der Volksgemeinschaft sieht. Und auch der Gefahr, die vom identitären politischen Islam ausgeht, sieht man inzwischen genauer ins Auge nach zahllosen Anschlägen. Doch seit einigen Jahren hat sich auch eine Identitätspolitik von links an den Hochschulen fest etabliert und in der Folge maßgeblichen Einfluss im gesellschaftlichen Mainstream gefunden. Sie stellt mit ihrem Kollektivismus ebenso wie die Identitätspolitik der Rechten und der identitäre Islam die universalistischen Prinzipien der Aufklärung radikal in Frage und ist im Kern antiliberal. Es begann im Zuge der sozialen Bewegung seit den 1970er Jahren durchaus emanzipatorisch. Völlig zu Recht schlossen sich Frauen und soziale Minderheiten zusammen, um für ihre Rechte einzutreten. Sie machten auf historische und aktuell bestehende Diskriminierungen aufmerksam und begehrten gegen Sexismus und Rassismus auf. Doch Zug um Zug breitete sich mit dem Lob der kulturellen Vielfalt und Differenz ein ideologisch gewordener Multikulturalismus aus, der die freiheitlichen Errungenschaften der westlich-europäischen Zivilisation zunehmend relativierte. Immer neue soziale Gruppen, die sich als Opfer von Ungerechtigkeit und gesellschaftlicher Benachteiligung verstanden, entwickelten ihre jeweils unterschiedlichen Opfernarrative und forderten besondere Rechte für sich. Eine regelrechte Opferkonkurrenz entstand. Wer wurde und wird am schlechtesten von der Mehrheitsgesellschaft behandelt und darf am meisten verlangen? Ihr jeweiliger Bezugspunkt ist eine kollektive Identität, die abgeleitet wird aus realer oder vermeintlicher Benachteiligung, gemeinsamer Leiterfahrung, Unterdrückung oder Verfolgung, die teils Jahrhunderte zurückliegen. Frauen, sexuelle Minderheiten, die LGBT-Community, Migranten, ethnische und religiöse Minderheiten. Es geht dabei um Wiedergutmachung und Kompensation erfahrenen Leids und um die Gewinnung sozialer und kultureller Wertschätzung. Verlangt wird die Gleichbehandlung und die Einführung von Quoten. Entstanden ist daraus über die Jahrzehnte eine ausgeprägte Identitätspolitik, die ausdrücklich kollektive, religiöse, kulturelle, sexuelle und ethnische Zugehörigkeiten ins Zentrum stellt. Nicht für Individuen werden Rechte eingefordert, sondern für die jeweiligen Opferkollektive, die alle als partikulare Einheiten gleichrangig behandelt werden wollen. Immer mehr Sonderrechte werden inzwischen beansprucht, um die bisherige gesellschaftliche und historische Benachteiligung zu kompensieren. Aus den ehemals emanzipatorischen Bestrebungen sind identitäre Communities entstanden, die ihre Anliegen ideologisiert haben und einen lautstarken moralisierenden Feldzug gegen die sogenannte Mehrheitsgesellschaft führen. Sie treiben damit Polarisierungen voran, die den Zusammenhalt der Gesellschaft, der seit Jahren bröckelt, weiter schwächen.
Wenn ständig zudem vornehmlich in Täter- und Opferkategorien gedacht wird, geht das oft an der Realität vorbei und verhindert sachliche Auseinandersetzungen. Inzwischen gerät neben der Meinungsfreiheit auch die Wissenschaftsfreiheit immer stärker unter Druck. Rede-, Denk- und Diskussionsverbote werden propagiert oder Trigger-Alarm gegeben, weil Studierende durch sogenannte Mikroaggressionen aufgrund schwer verdaulicher Lehrinhalte und harter Fakten vermeintlich traumatisiert werden könnten. Trigger bedeutet all das, was Menschen, die einer nicht dominanten Gruppe angehören, möglicherweise verstören könnte und kommt ursprünglich aus der Traumaforschung. Als potenziell verstörende Lektüre wurde zum Beispiel an einer Universität in Großbritannien die Arbeit mit Passagen aus der Bibel abgelehnt. An der Frankfurter Goethe-Universität wurde 2017 der Vorsitzende, vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt in einer Vortragsreihe zum Thema Migration wieder ausgeladen, weil Tumulte befürchtet wurden. Das ist die gleiche Argumentation, die die Humboldt-Universität jetzt anführte im aktuellen Fall. Einer der Professoren, die den Protest damals an der Frankfurter Uni organisiert und die Ausladung von Wendt verlangt hatten, führte unter großem Beifall in einer öffentlichen Diskussion an der Universität über Meinungsfreiheit an, er sehe sich und vor allem die Studierenden außerstande und überfordert, mit einem Rassisten zu debattieren. Aber ist nicht die Universität gerade der Ort, wo Studierende das Argumentieren und Debattieren mit Andersdenkenden lernen müssen als zukünftige gesellschaftliche Leistungsträger? Einen ähnlichen Furor, Sie erinnern sich mit Sicherheit auch, gab es 2019 anlässlich einer Konferenz über das islamische Kopftuch. Eine Studentengruppe versuchte vorab mit Beschimpfungen und Drohungen und militanten Shitstorms die Konferenz zu verhindern. Sie fand dann dennoch statt. Auch in Großbritannien und Frankreich hat sich, wie schon lange in den USA, der Antikolonialismus an den Universitäten fest etabliert. Die akademische Linke wird immer stärker. In London forderten Studierende an der School of Oriental and African Studies eine radikale Dekolonialisierung des Lehrplans in der Philosophie. Denn jeder Lehrplan, der europäischen Denktraditionen eine größere Bedeutung beimesse, so die Argumentation, als der Überlieferung anderer Kulturen, sei rassistisch. In ihren Augen spiegele er nur den Wertehorizont des europäischen Imperialismus des 19. Jahrhunderts wider. Es ist für die Studenten eindeutig, wer die Täter sind. Die alten, weißen, heterosexuellen Männer, die Europäer und letztlich die Westler überhaupt. Inzwischen können wir im akademischen Feld eine beunruhigende Politisierung vor allem der Sozial- und Geisteswissenschaften beobachten. Wer sich nicht an den neuen Kanon hält oder ihm widerspricht, wird schnell des Rassismus und Sexismus geziehen. Rigide wird die Deutungsmacht durchgesetzt. In militanter Manier, begleitet von Shitstorms aus der Anonymität des Netzes heraus, gehen Studierende immer häufiger gegen unliebsame Professoren vor. Auch an den französischen Universitäten findet ein regelrechter Kulturkampf um die politische Hegemonie statt. Der sogenannte Dekolonialismus, hervorgegangen aus den Postcolonial Studies, setzt sich neben den Gender Studies allenthalben in Europa durch. Diese linke Identitätspolitik ist die Spätfolge eines philosophisch und soziologisch propagierten Multikulturalismus und Kommunitarismus, wie ihn die Sozialphilosophen Charles Taylor und Michael Walser propagierten. Vor allen Dingen Denkbausteine des französischen Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus, wie ihn Michel Foucaults Machtkritik auszeichnete, haben Eingang gefunden in die neuen sogenannten Critical Social Justice Theories aus den USA, die nach Europa zurückwandern. Die gesamte Vogue-Kultur, Critical Race Theory und Critical Whiteness Theory, ist unter diesen Critical Social Justice Theories subsumiert und natürlich auch die Gender Studies und Queer Studies inzwischen.
Es geht darin vor allem um Macht, um Diskursmacht und Sprache, um die krude Aufteilung der Gesellschaft in Opfer und Täter, Unterdrückte und Mächtige, Privilegierte und Nicht-Privilegierte. Die praktische Umsetzung dieses Ansatzes an den amerikanisch-kanadischen und später auch europäischen Hochschulen war die sogenannte Affirmative Action. Sie wollte ursprünglich proaktiv benachteiligte Minderheiten fördern. Zuerst wurde ihre Selbstorganisation unterstützt und dann etablierte sich zunehmend eine Forschung über kollektive Identitäten, die sich aus Geschlecht, Ethnie und Religion ableiten. Inzwischen ist diese Politik weitgehend durchgesetzt. Im Zentrum steht das Kollektiv, seine leidvolle Geschichte der Unterdrückung und seine vorgebliche kulturelle Essenz, auch kultureller Essentialismus genannt. Es läuft inzwischen der Wertschätzung des Individuums jenseits von Geschlecht, jenseits von Ethnie oder Religion sukzessive den Rang ab. Wir haben es mit einem Paradigmenwechsel zu tun, der es in sich hat und im Fachjargon als Racial Turn oder Cultural Turn angesehen wird. Nachdem die klassisch-marxistischen Lehren, auch gerade in der Sozialwissenschaft und Kulturwissenschaft, gefolgt von der Phase des Neomarxismus und der kritischen Theorien, wie wir sie hier bei uns kennen, auch gerade in Frankfurt, abgelöst wurde von diesen neuen Cultural Theories. Dieser Paradigmenwechsel hat längst Eingang gefunden in die Gesellschaft und in die Politik und produziert eine gesellschaftliche Dynamik, die spaltet und polarisiert. Neben der Moralisierung, die die Identitätspolitik betreibt, ist mindestens ebenso problematisch dieser Essentialismus. Dabei wird einer Kultur, einer Ethnie, einem Geschlecht oder einer Religion ein besonderer, wesenhafter Kern zugeschrieben, der die Identität der Gruppe ausmache und deshalb zu schützen sei. Damit unterscheidet sich die eigene Gruppe von anderen Menschen und setzt sich von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ab und separiert sich. Nicht nur an der Hochschule, nicht nur in den verschiedenen Postcolonial Studies, sondern eben auch durch Sprache in der Gesellschaft. Diese einzelnen Kollektive wollen zum Teil rein und unvermischt bleiben. Dieses Besondere, zum Beispiel die Hautfarbe, dürfe nun keineswegs von anderen Personen oder Kulturen angeeignet werden. Diese Diskussion hatten wir nun auch schon im Kulturbereich, ob ein schwarzer Schauspieler die Rolle eines Weißen übernehmen darf oder eine lesbische Schauspielerin von einer Heterosexuellen gespielt werden darf. Solche Formen hat es inzwischen angenommen. Verwerflich ist dann etwa, wenn in der Online-Kommunikation schwarze Emojis von Weißen verwendet werden. Scharf kritisiert wird eben, wenn eine Schauspielerin sozusagen die falsche Rolle übernimmt, die nicht der Hautfarbe entspricht. Begründung, dies sei historisch das bekannte Blackfacing und deshalb rassistisch. Der Rassismusvorwurf ist inzwischen inflationär im Gebrauch. In einer Hamburger Kindertagesstätte, das haben Sie sicher auch seinerzeit verfolgt, sind in der Karnevalszeit bei Kindern die beliebten Indianerkostüme geächtet worden. Begründung: Rassismus und Beleidigung der Ersteinwohner der USA, zudem die verwerfliche kulturelle Aneignung. Wenn aber Geschlecht und ethnische Herkunft als essentielle Wesensmerkmale dienen, die die jeweilige Identität ausmachen, ist diese Identitätspolitik selbst rassistisch und biologistisch. Sie stellt die universalistische Perspektive, die auf die Freiheit und die Rechte des Individuums gerichtet ist, ganz massiv in Frage. Nämlich genau die Errungenschaft, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, gerade unabhängig von Rasse, unabhängig von Geschlecht und Religion, wie es im Übrigen auch Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung immer wieder betont hat. Nicht zuletzt die Diktaturerfahrungen im letzten Jahrhundert haben dazu geführt, dass in der Erklärung der Menschenrechte ausdrücklich die individuellen Grundrechte verfasst sind und nicht Kollektivrechte.
Zuweilen hat man den Eindruck, wir würden auf eine frühere Stufe unserer Entwicklung regredieren, weg vom Ideal des autonomen, selbstbestimmten, aufgeklärten Individuums und wachen Staatsbürgers hin zum Stammesdenken und der Hordenbildung, ein besorgniserregender Rückfall in den Tribalismus. Der Aufklärung ging es um die Selbstermächtigung des Individuums, um seine Emanzipation aus kollektiven Zwängen. Stattdessen werden Sozial- und Ideengeschichte revidiert und Opferkollektive sedimentiert, die die Errungenschaften der westlichen Zivilisationsgeschichte radikal in Frage stellen. Heute geht es einer sehr erfolgreich auftretenden aktivistischen Minderheit an den Universitäten und in der Gesellschaft weniger um die Freiheit und Menschenrechte aller in einem Gemeinwesen. Im Zentrum ihrer Forderungen stehen stattdessen die subjektiven Diskriminierungserfahrungen und die daraus abgeleiteten Gruppenrechte mit dem Ziel, Diskursmacht und gesellschaftliche Macht zu erlangen und die Mächtigen der sogenannten Tätergesellschaft zu entmachten. Die weltweiten Proteste der Antirassismus- und Black Lives Matter-Bewegung seit 2019 haben zu einem immensen Politisierungsschub in den Sozial- und Kulturwissenschaften geführt, der genau diese Paradigmenwechsel weiter vorantreibt. Nicht nur Denkmäler werden gestürzt, sondern Curricula umgeschrieben, Ideengeschichte gesäubert und neue normative Ordnungen durchgesetzt. Neben den Gender Studies, die das Patriarchat und die Heteronormativität anprangern, ist die Intersektionalität auf dem Vormarsch, die die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien thematisiert. Die postkolonialen Studien gibt es inzwischen an fast jeder Universität. Sie unterstellen einen tief sitzenden, unabänderlichen strukturellen Rassismus in den westlichen Gesellschaften und Weißsein als ein Privileg, das mit historischer Schuld beladen ist. Dieser Kollektivschuld könnten, so die Ideologie, könnten Weiße nicht entrinnen. Ihre Hauptsünden seien der Kolonialismus, der Kapitalismus und das Patriarchat. Deshalb breitet sich die Cancel Culture und Woke Culture aus, die gepredigt wird von den sogenannten Erwachten, die in fast religiöser Manier von den vermeintlichen Tätern Buße und Läuterung verlangen. Erschreckend ist zudem die Rigidität und Wut, die den Wunsch nach Reinigung begleiten. Sprache, Geschichte, Bücher, Plätze, Erinnerungen sollen von allem Bösen gesäubert werden. Das ursprüngliche Ansinnen ist inzwischen totalitär geworden. Die Praxis der Woke Culture hat weitreichende Folgen. Sie ist inzwischen ein wichtiges Kriterium bei Gesinnungstests in den Berufungsverfahren an kalifornischen Universitäten. Das sogenannte DEI Statement for Diversity, Equity, Inclusion. Doch auch viele deutsche Institutionen im Wissenschaftsbetrieb, viele Universitäten mit ihren neu propagierten Leitbildern, aber auch Stiftungen, Behörden und Unternehmen greifen bei uns diese Praxis auf. Ein strategisch wichtiges Instrument sind die Gleichstellungsstellen oder Diversity Management Center und die Posten eben dieser Diversity Manager, die das umsetzen. Inzwischen steht auch der Aufklärer Immanuel Kant wegen Rassismus am Pranger, weil er in seinen Frühschriften wie andere seiner Zeitgenossen die weiße Race als vollkommenste der Menschheit ansah. Eine Kritik der weißen Vernunft wird deshalb angemahnt. Auch wenn unter heutigen Gesichtspunkten und nach unseren heutigen Kriterien selbstverständlich in diesen Schriften rassistische Stellen zu finden sind, ist es mehr als fragwürdig, wenn wir heutige Normen und Denktraditionen umstandslos auf die Vergangenheit anwenden und drüber stülpen. Denn gerade dem späteren Kant verdanken wir die wegweisende Definition von Mündigkeit und die Entfaltung dessen, was die Würde des einzelnen Menschen ausmacht. Und dieser Gedanke und diese Idee ist ja in unser Grundgesetz eingegangen. Der Respekt vor Vernunft und überzeugenden Argumenten, vor Fakten
faktenbasiertem Wissen, Forschen und Berichten schwindet inzwischen. Dahingegen wird die Komplexität der Welt auf einfache Muster heruntergebrochen, Ambivalenzen ausgeblendet. Der antiplurale Wunsch nach Eindeutigkeit erstickt viele Debatten. An den Hochschulen geraten deshalb Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit als substanzielle Errungenschaften der Aufklärung und Kernelemente unserer liberalen Demokratie immer mehr unter Druck. Das ergebnisoffene Streben nach Erkenntnis mittels der Kraft des Arguments, trotz unterschiedlicher Prämissen, werden auch im akademischen Betrieb immer schwieriger. Hier wie im gesellschaftlichen Diskurs wird eine sachlich fachgerechte Auseinandersetzung zunehmend von Moralisierung und Empörung überlagert. Neben den Sorgen um die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit hat sich in den letzten Jahren eine Debatte um die Meinungsfreiheit an den Universitäten entfacht. Es gab einige spektakuläre Streitfälle von Ein- und Ausladungen, wie Sie wissen. Es kommen immer wieder neue Fälle dazu, wie jetzt die jüngste Geschichte an der Humboldt-Universität zeigt. Die freie Debatte ohne Vorurteile, ohne Moralisierung und Ideologisierung, ergebnisoffen und neugierig, wird schwieriger. Nicht das Argument, sondern eher die Herkunft. Das heißt, Hautfarbe, Geschlecht, Religion zählt und die jeweilige Betroffenheit und Leiterfahrung des Sprechenden. Die Diskurspolizei ist längst auf dem Campus unterwegs und schüchtert Studierende wie Lehrende und Forschende ein. Konformismus und Opportunismus bestimmen das Klima zugunsten einer neuen Deutungsmacht. Um diesen Entwicklungen zu begegnen, hat sich Anfang 2021 in Deutschland das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, das inzwischen mehr als 680 Professorinnen und Professoren hat. Wir müssen uns ernsthafte Sorgen um die Freiheit der Meinung und in der gesellschaftlichen Debatte machen. Die Verengung des Mainstreams, aber auch die Freiheit der Wissenschaft an den Universitäten ist bedroht. Wenn sich zunehmend dort Denk- und Redeverbote breit machen, ein Klima der Einschüchterung und des Konformismus entsteht, hat das weitreichende Folgen. Und das ist die neue Schweigespirale. Dass kleine Minderheiten militant auftreten, die Mehrheit schweigt, um ihre Credit Points schnell einzusammeln und keinen Ärger zu bereiten. Und dann entsteht der Eindruck, dass diese kleine Minderheit plötzlich als Mehrheit wahrgenommen wird. Wir müssen uns deshalb besonders große Sorgen machen, weil diese Studienabgänger unsere zukünftigen Leistungsträger sind. Wie mutig sind sie? Wie viel Urteilskraft haben sie erlernt? Wie mutig sind sie in der gesellschaftlichen Debatte, aber auch dann an ihren späteren Arbeitsplätzen? Es ist also allerhöchste Zeit, die Prinzipien der Aufklärung im Bildungsauftrag wieder ernst zu nehmen, an der Schule ebenso wie an der Universität. Eine Rückbesinnung auf die Humboldtschen Bildungsideale, nämlich Bildung zur Persönlichkeit, die Befähigung zu eigener Urteilskraft, zu Kritik und Selbstkritik. All dies will gelernt sein, vor allem die Fähigkeit, Konflikte und Ambivalenzen auszuhalten. Und all dies kann nur in freier Debatte ohne Tabus und Denkverbote erworben werden, nur in der Pluralität der Meinungen, die im zivilisierten Streit aufeinandertreffen und festgefügte Gesinnungslager aufbrechen. Nur so kommt der Wettbewerb der Ideen wieder in Gang. Nur so wird es uns gelingen, Polarisierungen aufzulösen und ernsthaft den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu suchen. Deshalb ist mutiger Bürgersinn gefragt, auch der Mut zu Widerspruch, wenn es unbequem ist. Kollektivismus und Konformismus bedrohen unsere seit der Aufklärung mühsam errungenen Freiheiten. Am stärksten werden sie im Moment angegriffen von dem Furor des identitären Fundamentalismus, der von Rechten, Linken und Islamisten gleichermaßen bedient wird. Umso wichtiger ist die Verteidigung unserer Freiheitstradition aus der politischen Mitte heraus. Es ist höchste Zeit, genau diese Debattenräume zuzulassen. Das ist die Lehre aus den Totalitarismen des letzten Jahrhunderts und öffnet den Blick für die Gefahren der Neuen, die im religiösen oder autoritären Gewand daherkommen. Einige Krisen überlappen sich bei uns, doch die große Krise
hat erst begonnen mit dem Krieg in Europa, den Russland gegen die Ukraine führt. Soll dieser Krieg doch wenigstens dazu dienen, ein breiteres Bewusstsein für die über Jahrhunderte stark erkämpften und hart erkämpften westlichen Freiheiten und ihre Zerbrechlichkeit bei den Bürgern und Bürgerinnen in Deutschland, in Europa zu schaffen. Denn wir haben sehr, sehr viel zu verlieren. Deshalb brauchen wir dringend einen neuen antitotalitären Konsens, um unsere Freiheiten robust verteidigen und den gewaltigen Herausforderungen überhaupt begegnen zu können. Ich danke Ihnen.